Das war einfach. Archimildes, was geht ab? Diese Mülltonnen stehen still da, die Farben auf ihrem Deckel ist schon abgeblättert und verblasst. Die Tonne zählt sorgfältig dieses Stück Abfall am Straßenrand, seufzt sie hin und wieder und kratzt sich am Kopf, als ob sie sich anstrengen müsste, sie eine astronomische Zahl zu merken. Willst du mich etwa auch verspotten oder dürstest du nicht nach einer Weisheit für deine unbeantworteten Fragen? Ich brauche einen Vertrauensbeweis. Warum erzählst du den Abfall? Lange Geschichte, vor langer Zeit habe ich Tatarlov verärgert. Ich sagte zu ihm, selbst die stabilste Nation irgendwann an die Ende finden werden, dass man allen Abfall ganz Universum zählen kann. Ist nicht ganz klar, welchen der beiden Aussagen ihn wütend machte. Er strafe, wies er mir diese Rolle zu und trug mir auf, den gesamten Abfall in der Stadt zu zählen. Bis ich damit fertig bin, darf ich meine Meinung nicht mehr äußern. Ich brauche einen Vertrauensbeweis. Zwar nicht so direkt ist, ich habe tatsächlich einen Vertrauensbeweis, aber liegt unter dem Berg von Müll begraben. In den Mülltonnen befinden würde, voll neugierig für so den Deckel der ersten Mülltonne. Kein Unterschied, vielleicht hat Dr. Edward nicht die Gelegenheit, sich um die Details zu kümmern. Tonne ist ein Comic-Heft, die Seiten sind zerrissen und beschädigt, erzählt von einem Abenteuer. Tatarlov war einst eine mutige Mülltonne. Ein Treustachel liegt in der Mülltonne und schaut dich an, sterbt über Reste der Ausbreitung. Zeit, das Volk von dieser Bedrohung zu retten. Setze deine Schläge ein, um zu zeigen, dass dies dein Königreich Bewahrung ist. Was? Echt, Alter. You took the bait. Time for a bun. That'll take more. Stand still. Hide. This is. Warte, was zieht die ab? Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Alter, wir ziehen denn auch fast nichts ab, sag ich gerade. Boah. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Eliminating threat. Du hast die Prüfung des Lords der Tonnen bestanden. Ein lauten Knall ist die Krise der Ausbreitung vorbei, die Welt ist wieder friedlich und die Mülltonnen, die unverdienten Qualen erlitten, ist in der Traumwelt zurückgekehrt. Vielen Dank, Namenloser. Nicht schlecht, junge Tonne, du hast dich mit deiner Weisheit und Geduld bewiesen, du hast dir diesen Vertrauensbeweis verdient. I finally collected three proofs of trust. Let's go back and deliver them? Nein, wir müssen da auch noch. Mutige Tonne. Wir haben Tatarlovs Zerstörung satt und unsere Besitztümer aus dem Schatzkammer zurückbekommen. Die Vorder, dem soll die Tür öffnen. Sesam, öffne dich. Du hast noch gar nichts getan, doch die Tür öffnet sich langsam. Es stellt sich heraus, dass es eine Tür mit automatischem Sensor ist. Sie kann nur keine Mülltonnen erkennen. Die Tür ist offen, die Prophezeiung ist wahr, du bist der Retter. Tatarlov zu besiegen. Götter des Mülls haben dich geschickt, im Trans unseren Besitz zu entreißen. Okay. Das war easy. Sören, als hättest du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Zu deinem Thron begleiten, zu den Säulen der Schöpfung, wo du Zukunft meines Volkes erleben wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Lass mich erst heilen! Ist jetzt die Krieg der Mülltonnen? Achso, ich bin geheilt. Is this where the final battle will take place? Not sure how I feel about this. Such a tragic scene. Didn't they say the Garbage King would wait for me here? Have I been set up?
bin ich... What kind of nonsense is this? Warum bin ich jetzt eine riesige Mülltonne? Was zum Fuck, Alter, war das, ey? What a bummer. I was really looking forward to seeing how our friend was going to overthrow the Garbage King. Da gibt's nichts zu sehen, ich habe ihn mit einem Schlag besiegt. What a huge pity. Such a meaningful dream came to an abrupt halt because of Miss Firefly. I was looking forward to seeing your face when the truth dawned on you. Komische Traum, aber einen versteckten Hinweis. Hint at? No, more like reveal. Don't you want to find out the truth behind the dream? Don't let all that pretty scenery in the dream world distract you from your goal. As soon as you get complacent, you lose sight of the truth. Don't you think this dream bubble looks really similar to modern day Penacony? A small stage is crowded with a bunch of scheming people. None of them want to be exposed under the spotlight, so they all push you to the front. You're not at home anymore, kid. You've wandered into the depths of the unknown. Let me put it to you straight. Don't let yourself get enticed by that glowing light. I'm gonna be very disappointed if you get bamboozled by the likes of them. Wovon in aller Traumwelt redest du da? Sambo, was genau führst du eigentlich im Schilde? Ein strahlendes Licht? Is that girl still here? Hä? She claims to be a local, but doesn't know how this world works. All she's got is street smarts. You better hurry up and confront her if you have any questions. Don't let her off scot-free. See you around, pal. Don't let me down. Ich kann ihn schlecht einschätzen, Alter. What did Sampo mean? Is Firefly hiding something? I must find her and demand an explanation from her. She shouldn't be too far off. Wie es halt einfach weggegangen ist. Also, erzähl. Das Mädchen dreht sich zur Seite und sieht weg, als wollte sie erst einen Blick ausweichen. Erst nach einer Weile dreht Glühwürmchen sich um und öffnet langsam ihren Mund. I'm sorry. Du musst dich nicht entschuldigen, ich finde dich nicht verdächtig. Thank you. There are things I'm hiding from you. I'm not a local. And there's a reason why the Bloodhound family is after me. I also have my own purpose for joining you on your journey. But still, I appreciate your help. I mean, and my admiration for the Nameless is also genuine. You guys have been to a lot of worlds, met people from all walks of life, and experienced all sorts of things. Every day is a new beginning for you guys. Ich liebe diese Art zu leben sehr. Can I bring you one more place? It isn't another tourist attraction. It's my very own secret base. And I'll do my best to tell you everything I know when we get there. Also gut, ich glaube dir. Sehr geehrter Persis, Traumlandschaftsspiel Hanus, Abenteuer von Glucks, du ausprobiert hast. Wie das Spiel erleben. Bewerten würde es großartig, gut. Ah, I1. Vielen Dank für das Feedback. Wünschen dir noch eine schöne Zeit im Traumland. Du hat ja Spielzeit eine große Anzahl von Abschlussbelohnungen für Kunden vorbereitet, sowie bla bla bla. Aber Achtung, falls ein spezieller Inhalt, der nicht mit Glocky, Hanu und Stone und den Zeichentrickfiguren zu tun hat, im Buch auftaucht, solltest du sofort mit dem Lesen aufhören und das Buch vernichten. Was wird, wenn ich ihn lese? Bin ich verhaftet oder weggebracht oder so? Diese Frage wird gemäß den Richtlinien des Glock-Kundendienst nicht beantwortet werden. Okay. Hä? Ach, da lang. Ah, nee, warte, da lang. Is something... Tick-tock! Help! Help me! Mickey? Someone's dying!
please, come here. Was ist passiert? Can I make myself clear? Someone is dying. Please help. Wait. Can you see me? Is there a problem? Ich sehe eine Uhr mit Beinen. Can you really see me? Der hat schon viel zu sehr an Mickey angelehnt, Alter, auch mit der Stimme. Introduce myself. My name is Clocky. I'm a famous celebrity in Penacony. My friends and I keep the peace in this small town. They are Hanu, Mr. Soda, Origami Bird, Hamster Ball Knight, and Misha. Misha's in trouble! Tick-tock! Help! Help! Clocky, wie kann ich helfen? Eine sprechende Uhr, ich verliere wohl den Verstand. Wie kann ich helfen? Clocky? Do you mean you saw a cartoon character that doesn't exist in real life? Ja, habe ich. Where is he? I can't see him. Tick-tock! I guess I'm only visible to those with the innocence, kindness, and honesty of a child. Like this kid here clad in gray! Er sagt, nur Kinder können ihn sehen. Oh, das ist fies zu sagen. Er sagt, du wärst nicht ehrlich, freundlich genug und auch nicht unschuldig genug. Er sagt, nur Kinder können ihn sehen. But I think you look older than me in terms of appearance. Tick-tock! Tick-tock! My great friend, since you can see me, then you must be able to help me. My friend, Misha, is in trouble. I'm begging you to help him before it's too late. Ja, ich sag dir, man schwebt in Lebensgefahr. Is it really that bad? Well, are you gonna help this, Clocky that only you can see? I don't think you're lying, as anything can happen in a dream. We can just head to the place I mentioned later. Tick-tock! Tick-tock! Hurry up and follow me, gray friend! Misha's in trouble! He's over there! Let me bring you to him! The name of Misha rings a bell to me. Anyway, better check out what's going on. Come on, chop chop! Alles klar, Mickey. Los geht's. There's a crowd over there. Looks like something really did happen. Calm down. Hä, aber die Dinge ist doch auch da. Der Power Ranger. Everyone, please stay calm. You broke the rules, and now you're gonna have to pay the price. Yeah, Punisher, boss. How did it come to this? Ist das nicht Acheron? Warum sind das denn alles Leute, die ich kenne? What do you mean by all? See? I wasn't lying! Misha really is in trouble! Tick-tock! I'm begging you, my gray friend! Begging you! Please help Misha! Bitte erklärst mir, was geschehen ist. Mein Baseballschläger kann es kaum erwarten, seine Stärke zu beweisen. Erklär's mal. Wait, are you talking to Clocky? I'm really curious too. Tick-tock! Tick-tock! It's all Stone's fault that things have turned out this way. Of all the lowlifes in Dreamville, Stone's the worst. He's a greedy man who wants to drive everyone out of Dreamville so that he can have all the precious stones to himself. He instructed his underlings to wreak havoc in the dreamscape, taking away everyone's positive emotions. Since then, the town has been filled with anxiety and disputes. We're no longer a family. As the guardian of Dreamville, I can't just sit back and do nothing. By using the power of clockwork, I can direct the flow of positive emotions in the dreamscape back into people's hearts. My gray friend, I require your assistance. I have a feeling you'll be able to master the power of clockwork. After all, you're the special one who can see me. Also, you're a new visitor to this world, which means we have the element of surprise. Surprise! Now, we can catch him off guard.
Was ist Uhrwerk? Bist du das sicher oder magst du es nicht selbst? Was ist Uhrwerk? Can you feel an energy surging through your body? All we have to do is use clockwork on that cranky gangster boss and inject good emotions into him. Then we'll have won. Please bear in mind that you should never use clockwork with malicious intent. We're the guardians of Dreamville, after all. Ja, ich rede an malicious intent. Okay. Mind your own business, lad. I have to let that lady there know she's messed with the wrong person. Hier kommt das Uhrwerk. Hä? Uhrwerk harmonisieren und somit verändern. Aktuelle Stimmung. Fröhlich, traurig, ruhig. Und auf ruhig harmonisiert. Got into me just now. Hey, he seems normal now. That's wonderful. You did it. Ich sah ein Zifferblatt und setzte es in Bewegung. Great. It means you've mastered the art of clockwork. Oh, was I about to get into a fight with that lady? Was I crazy? What's wrong with us? What's wrong with us? Hey, may I ask you a question? Were you the one who made me simmer down earlier? I wasn't my normal self. Das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Ooh, thanks for doing that. If we'd laid a finger on our guests just now, we would have faced severe punishment from the Bloodhound family. I'm so sorry for stirring up all this trouble. Alas, why did I get so worked up all of a sudden? It's baffling. Oh, my great friend! You have to tell him that Stone is behind this. Jeder verliert ab und zu mal die Kontrolle. Das Werk von Stone, ist das zu glauben? Stone? I'm not sure I get what you mean. Anyway, I owe everyone a proper apology. Gang, line up and say sorry to our honored guests, huh? Sure. Ready? Wow, they look really sincere. In that case, can you ask them to leave now? Was ist schätzen, aber ich bitte etwas Privatsphäre haben. Sure thing, you're the boss. Hey, gang, let's give our VIP some space, eh? Yes, boss. We meet again. Are you the one who helped settle everything down here? Kannst du ihn mal fragen, ob er die Uhr sehen kann? Risha, are you acquainted with this great friend of mine? He's an esteemed guest whom I've befriended recently. I told you about him before. Oh, it's him! Anyway, thanks a lot. If you hadn't gotten here in time, I would have been in a real mess. Thank you. I'm surprised we get to see each other again so soon. Nicht zu danken, das ist das Mindeste, was ich tun konnte. About all the commotion just now? I heard a bunch of masked fools were causing a ruckus on the streets. I happened to be passing through, got stopped for questioning, and there were some misunderstandings along the way. Anyway, I owe you another one. Is this lady your friend too? Well, we've only met each other once before. But he is a kind soul for helping me at the hotel. It's my pleasure to meet you, beautiful lady. Beautiful lady? By the way, what did you do to that man earlier? It was like someone took him on an emotional roller coaster. I was wondering about that too. What happened back there exactly? Glocke hat mir Uhrwerk beigebracht. Gesprächstherapie, das habe ich ihm angewendet. Es ist völlig normal, dass die Leute vor meinem Baseballschläger Angst haben. Glocke hat mir Uhrwerk beigebracht. Glocke! Alias Mickey Mouse. Of course, you played a big part too. Without you doing the clockwork, Dreamville would have been in some real trouble. Glocke,
Yes, that cartoon character. I think he's shown up in reality, I mean in the dreamscape. I don't really know how a cartoon character could show up around here, but according to our friend here, only honest people with childlike innocence can see him. It seems like I'm too old to qualify for that. If Clucky really exists, that can explain a lot of things. Huh. Can you see me too? I can feel the presence of something inexplicable next to you. But it's a shame that I can't communicate with him like you can. We can both perceive these extraordinary things in the dream, probably due to our ability to react to memoria. But you're more attuned to it than I am. I thought your heightened perception was caused by something the elegant memo keeper might have left in your mind. Now it seems to me there are many more special beings like her in this dream. Die elegante Wahrerin der Erinnerung? Shortly after we parted ways, I felt someone's spying eyes on me. I looked in the mirror and spotted a lady wearing a black veil. We had a deep conversation, but I won't bore you with the details. It's a shame that I forgot to ask her for her name. I only know that she's from the Garden of Recollection. Garden of Recollection? Is that the group that serves the Eon of Remembrance? Exactly. They traverse freely between different worlds as mimetic entities, and are only visible to certain people. Doesn't she sound very much like that Clocky you saw? After all, it is a grand event held by the family. The guest list could be a lot longer than we imagine. Once again, thank you for being kind to me. I wish you a great time in the dream, and I shall not interrupt your... date? No! We're not on a date! Das Lachen. She's gone. Ja, das Kind hier einfach durchlatscht. Well, ihr könnt mich alle. I'll let you get back to your beeswax. Thanks, my great friend. I really appreciate your help. The Nameless are indeed a bunch of talented people. May our paths cross again. May our paths okay. cross again. Please come with me. Besucherverifizierung. Mischa ist jetzt der Besucher im Express. Du kannst Mischa treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Weiß jetzt, wie Uhrwerk funktioniert. Versuch mal, die Emotionen von jemandem zu verändern. Verschiedene Stimmungen bringen verschiedene Überraschungen. Okay, anwenden, okay. I hope that you won't be distracted by some invisible friend again. Ja, doch, die sind hier schon. Zern. Na? Ah, lauf doch jetzt nicht einfach, Zern. Zern. Piep, piep, daran hast du nicht gedacht, oder? Es sind nicht drei Vögelchen, es ist nur ein Vögelchen, und zwar ich, Piep. Das habe ich schon aus einem Kilometer Entfernung gesehen. Wirklich, lüge ein kleines Vögelchen wie mich bloß nicht an, Piep. Ich glaube, dass jemand meine drei Rätsel lösen würde. Nächstes Mal muss ich es schwieriger machen. Komm auf jeden Fall wieder. Was für Rätsel? Ah, Mischa-Ding. Warte mal, wo soll ich jetzt hin? Dann über. Was ist hier los? Ist einer zusammengefahren worden? Sind die Leute im Inneren okay? Ach so, da oben! Das schauen wir uns später an, Alter, weil da war schon wieder ein Ausrufezeichen. Hä, warum soll ich jetzt da rein? Sorry. I'm afraid we need to take the pinball machine to reach this place. You go first, and I'll be right behind you. Was für ein Fortbewegungsmittel, Alter. Our secret stronghold is a cafe? Okay. Ja, ja, gleich, lass mich erst mal das Zeug da machen. Ah, okay, es muss gut abschließen, sonst geht's nicht.
Na, jetzt. Tick-Tack, ich habe wohl zu viel getrunken. Entschuldige bitte, mit deinem Gehalt kann ich es mir nicht leisten, dich mit Seelfroh zu bewerten. Nimm dies als Entschädigung. We can use it. Ah, verdammt. Here we are. This is the place. Hier ist es sehr schön. No, it isn't. This is. Oh, was für ein wunderschöner Kanal, Digga. Yes, it's right inside. Ne, was soll die Leute beobachten uns? It doesn't matter. Anything can happen in a dream. And there are lots of people falling from the sky every day. The pedestrians aren't going to be fazed by anything. Let me show you how to do it. It's going to be very dark at first, so you'll have to stay close to me. Hey, let me ask you something. Is following girls around like a lost puppy your way of getting their attention? You've been doing this for nearly half a system hour. To be more precise, it's been 45 minutes. Time sure flies when you're having fun, doesn't it? Spare me. Beautiful eyes, though. Are you from Sigonia? Need another hint? I'm an Avgen. Honig? My eyes might not be as pretty as yours, but there's no problem with my vision. You Sigonians are notorious throughout the entire universe. Liars, thieves, social manipulators, wolves in sheep's clothing. You're really living up to the reputation. I say, you belong to the space under the manhole cover, not in a dream. There's one right over there. Off you go. I'll pass. The gloomy shade of a place like that just wouldn't go with my vibe. Dreamville is frivolous, vain, and flashy. And that suits me just fine. Also, it never rains here. My outfit is too expensive to be exposed to the elements. Cut it out and go home, you slick talker. We are fools, but we aren't stupid. We aren't interested in playing the friend game with the lapdogs of the IPC. Really? You've never been friends with anyone from the IPC? Do you think I know nothing about the history of Penacony? Don't drag me into your banal office politics! Fool, you've been left with no choice since the moment you accepted the invitation to be here. You better pick a side while you have the chance. Or else you'll end up losing everything. You sound very sure of yourself. Looks like you've already convinced that chicken wing boy from the family. Chicken wing boy, Alter? How did you do it, little peacock? Did you strip yourself naked, apologize to him on your knees, and promise that the IPC would never harm Penacony? Friends. Oh, please. You guys only treat others as your bargaining chips. Oh, what's wrong with chips? In any gamble, the only players that will never be on the losing side are the chips. My friends from the Garden of Recollection and the Astral Express are all smart enough to understand that. But the smarter ones wouldn't have joined the game in the first place. See? I'm smarter. Listen, little peacock. You've been invited by the tavern before, too. If you want the masked fools to get on board, you need to figure out what it is the laughter wants. Here's a hint for you. Since you can't convince anyone, why don't you befriend a mute? At least a mute won't be able to refute your arguments. So long. Thanks. I'll keep your advice in mind. What a pain in the neck. I guess I'll have to meet with the family again. Sparkle ist so close wie Clara oder Silberwolf.
Naja, groß dazu zu nehmen für den Satz ist wahrscheinlich falsch, oder? Hä? Warum ist da ein Glocki-Sticker drauf? Hey, aber klein, aber hoch halt. We're almost there. Aber ich find's geil, dass sie Robins Bruder oder wer das war, diese Mr. Sonntag als Chicken Wing bezeichnet hat. Weil er diese Flügelchen hat. Hä? Ist das der Baum? Der Rektor Grün. Versammlungsort der Origami-Vögel. Viele andere Sammlungen scheinen alle auf einem Herzen zu haben. Hilf ihnen, die überall verstreuten Origami-Vögel zu finden. Bestimmte Menge gesammelt hast, bekommst du was zum Dank. Okay. Der Rektor Grün. Piep, piep, da vorne wird's gefährlich. Kein Zutritt für unbeberechtigtes Personal. Was ist das hier für ein Ort? Im fernen Nistplatz der Stadt drin ist eine Baustelle und es ist wirklich gefährlich dort. Piep, piep. Die Bevölkerung von Traumstadt wächst und es gibt fast nichts genug Häuser für alle. Ganz hinaus, neues Zuhause bauen. Ja, ist gefährlich außerhalb der Stadt und auch auf der Baustelle. Bitte geh jetzt schnell, piep, piep. Ich bin hier, um zu helfen. Zeig's dem Vogel, wie dir den Traumpass. Bitte entschuldige vielmals, du bist also ein Freund von Glocki. Wir können hier wirklich jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Ein paar Kinder zum Nistplatz davon gelaufen, um zu spielen, piep, piep. Das wohl, obwohl wir Hanno gebeten haben, in dem Gebiet jeden Tag Wache zu halten, piep. Könntest du uns vielleicht helfen, sie zu finden? Überlass das mir. Fantastisch, vielen Dank. Frechen Kinder spielen wahrscheinlich wieder Verstecken. Bringen wir sie dazu, um großen Baum zurückzukehren. Und wenn ihr dann auch... Okay. Musik ist irgendwie cool. Ja, das ist auch ein ganzes Gebiet. Was magst du? Warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte die Truhe da hinten. Oh, da ist doch wieder einer drin. Piepsi, ich beobachte was aufregend. Die zwei großen Typen fangen gleich an zu kämpfen. Zu sehr ablenken lassen, vergessen, dass wir immer noch Verstecken spielen. Vergiss es, ich glaube, wir haben für heute genug gespielt. Was machen da die? Omnic Traumwerke? Na, schauen wir uns später an. Oh. Look, this place is breathtaking, isn't it? Guests aren't allowed here, so we have to be careful not to get caught. Don't worry, this place isn't dangerous. Just think of this as the border of Golden Hour. The family is still building and remodeling the dreamscape beyond here. My secret stronghold is in this area. Let's sneak inside. Alter, wir stehen hier offen rum. Get. Excuse me, there's a construction site ahead. Unauthorized personnel are not allowed in. Drat. We're caught right away. Könntest du mich dieses Mal durchlassen? Could you please make an exception? We're not gonna cause any trouble. Not a chance. Our boss made it clear that only the Dreamweavers are allowed here. He won't budge. Ja, hier sind ein paar Credits für dich. Ich bitte dich. People ask for favors every day. Am I supposed to just say yes to all of them? None of your tricks are going to work. Please do yourself and me a favor and go home. Seems like you won't give in. Let me think of another way. Perhaps Clocky's clockwork trick can come in handy. This doesn't count as malicious intent, right? Naja, böse nicht, aber Mitglieder von your tricks are going to work. Gedanken zu bekommen. Ruhig. Fröhlich. Oh my goodness. Oh my. Was ist dir nicht gefallen, Kumpel? I feel like
I'm on cloud nine. Ooh, can you feel it? This is wild. It feels like I just downed 10 bottles of Apocal Soul Glad in one gulp and spent an entire day at the Dreamscape sales store. Oh, if Mia were here, we would sing a song to... I can hardly contain this palpable excitement. Oh, I'd like to invite you to dance with me, handsome. Right here, right now. Lässt uns rein, nachdem ich mit dir getanzt habe? Oh, no way. Rules are rules. It's totally fine if you want to turn me down. This crazy mood and this pounding heart are just what I need. I wish it would last forever. Alter, es wirkt eher, wie wenn du gleich einen Herzinfarkt kriegst Still, oder so. I won't let you guys in because it's my duty to... He really is a man of principle. Frieden wirkt aber immer noch unerschuldig. Womöglich muss ich ihn etwas provozieren. How many times do I have to repeat myself? Unauthorized personnel are not... Ugh! Do you two really want to stay here and test my patience? You're gonna regret it. So habe ich das nicht gemeint. Don't try talking back to me. I deal with punks like you all the time. You fear for nothing just because you're young and energetic. You idle away your time every day, going around, stirring up trouble. You contribute nothing to society. Let me help you spoil brats. Oh. Oh, wieder die Cola-Hunde. Time for a fun. This combat needs optimizing. This is double speed. Relax. Target threat index annihilate. More enemies. Time for a fun. May as well kill them all. That'll take nap time. Stand still. What is he doing, you feel? Alter! Hide. Can I have fun this time? Sehr gut. Und jetzt? Darn it! I can't believe I've lost! Die Kraft der Jugend. Is this the power of youth? If I'd had that power back then, would we have ended up differently, Mia? All right. You can go in. As the winner here, you deserve it. Seems like he's taking this winning and losing thing a little too seriously. Well, at least we finally get to go through.